Hallöchen, Popöchen. Sorry, vielleicht ein bisschen kuriosen Einstieg für ein Panzerspiel, aber naja, mittlerweile der ein oder andere kennt mich ja nicht anders. Wir sehen uns heute den KV-4 an, gespielt von Cave Dog 75, und auch die Fahne will nicht so wirklich zu diesem Panzer passen, weil eigentlich ist ein Russe und mit der Deutschlandfahne beißt sich das dann doch irgendwie. Aber egal. KV-4, ein Panzer, den man auch nicht so häufig sieht. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, den heute mal zu zeigen. Und weil auch immer die Frage noch aufkommt, wie schicke ich dir ein Replay oder sonstiges, es steht in der Videobeschreibung, Jungs und Mädels. Also einfach die mal lesen. Die steht nicht umsonst da, sondern sie hat auch einen Hintergrund. Da steht, wie man mir ein Replay schickt. Aber an sich ist es auch hier nochmal ganz leicht zu sagen. Man muss mir einfach nur ein WhatReplay oder den WhatReplay-Link schicken per E-Mail an alcaramba@wg-news.com. Da kann ich mir alle Daten, Fakten rausziehen, die ich so brauche. Und ihr habt auch möglichst wenig Aufwand damit. So, nun aber wieder zum Spielgeschehen. Wobei, aktuell passiert ja da nicht so viel. Er hat gerade kein Ziel, auf das er schießen kann. Offen ist er auf jeden Fall. Da, der WZ. Und jetzt ist er beschießbar und er nimmt die letzte 28 Hitpoints da mit. Und auch nochmal auf den Jackson. Auch nochmal ein schöner Hit. Und jetzt wurde er direkt zerstört. So, der Tiger. Also jetzt bekommt er da langsam die Ziele. Der Tiger setzt sogar zurück. Der gibt ihm vielleicht nochmal die Chance auf einen Schuss. Ja. Oh, da vorne im Rheinmetall, da muss er aufpassen. Da würde ich jetzt auch den Tiger als Schutzschild nehmen. Jetzt ist der Rheinmetall aber fast in Schussreichweite. Ja, darüber. Ja, hier auf jeden Fall der sehr sinnige Weg. So, jetzt hat er hier vieles kleines Gerümpel um sich rum. Die Basis wird da gekappt. Ja, jetzt das Wrack kannst stehen lassen, das stört dich nicht mehr. Er muss jetzt zurück. Da sind sehr viele Gegner am Start. Muss jetzt hier auch noch manövrieren. Das ist natürlich absolut unideal. Aber wenn er jetzt da vorne in die nächste Querstraße kommt, dann wird er gleich den STA begegnen. Und da ist er auch schon. Und jetzt genau ein kleiner Rammschaden. Gibt auch nochmal 100 Damage. Und nachgeladen hat er nochmal der Hit. Der STA, der macht jetzt irgendeine Strategie, die mir nicht sonderlich schlüssig ist, die ich schieße meinen Gegner nicht an, sondern ich fahre vor ihm weg, bin aber gar nicht so schnell. Ja, jetzt hat er sich gedacht, naja, den T-150 nehme ich dann doch mit, wenn es sein muss. Auf jeden Fall, naja. Hat der STA nicht clever gemacht, Glück für ihn. So, den Cromwell lässt er stehen. So, jetzt vor ihm Su-122-44, den Cromwell hinter ihm ignoriert er jetzt einfach, sondern er fährt jetzt auf die Su drauf. Der Fahrer ist jetzt wieder aktiv. Oh, hinter ihm knapp da verschossen worden. Ja, sehr schön. Und jetzt kommt der Cromwell. Jetzt haut er die Bremse rein. Sieht auf einmal, wie er da plötzlich vor ihm aufkommt. Und jetzt geht das Spielchen so gesehen in die andere Richtung. Ja, wer muss schon eine Granate verschwenden? Ist ja dreist. Nee, da wird er weggerammt. Wie fahrt er jetzt lang? Ich würde den Weg einfach runterfahren. Also links abbiegen und dann geradeaus nach unten. Ja, genauso macht das auch. So, 13-13. Enges Ergebnis. Deswegen lädt er jetzt wohl Premium, weil er sicher gehen will im Sieg.
Ist auch nachvollziehbar. Kriegt dann nochmal einen Kill ab. Oder war es das schon? Auf jeden Fall war eine sehr schnelle Runde. Nicht mal 5 Minuten sind vergangen. Und einer ist zerstört. Jetzt nur noch der Jagdpanzer. 5 Minuten sind vergangen. Und trotzdem hat er am Ende der Runde schöne 4000 Schaden gemacht. Mit einem Tier 8. Eine feine Nummer. Und da ist sein 5. Kill. 4000 und einen Schaden. 1490 geblockt und 800 unterstützt. Schöne, schnelle Runde vom KV. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch ohne Pupillchen. Ciao. Euer Alcaramba.